das Top of the Pops Studio in Köln-Hürth. Unter der Regie von John drehte die Kelly Family hier das Video zu ihrem Benefizsong The Children of Kosovo. Das Lied bewegt sich sehr viel. Ja. Es braucht Bewegung. Ja. Das heißt, ich sehe das so, dass die Bilder ständig an Bewegung denken. Ja. Ein Drehtag ist für die Produktion vorgesehen. Später soll das Video unterschnitten werden mit schwarz-weißen Nachrichtenbildern aus dem Kosovo. Schockierende Realität. Aufnahmen, die betroffen machen. John hat sie sorgfältig ausgesucht, um aufmerksam zu machen auf die furchtbare Situation der Vertriebenen im Krisengebiet. Für die Performance im Studio haben die Kellys 25 Kölner Schüler als kleines Streichorchester engagiert. You living now? Seid ihr fertig? Wisst ihr, wie ihr hierher kommt? Okay. Right. Bye. Letzte Vorbereitungen. Die Kellys machen sich auf den Weg ins Studio. Das wird ein sehr bewegender Song, nicht einfach nur ein guter Kelly Family Song. Er wird eine große Bedeutung haben für viele hier in Europa und überall auf der Welt. Has a lot of meaning to a lot of people in Europe and throughout the world, really. Achtung, ich wünsche euch allen viel Spaß. 3, 2, 1 und Musik ab. Die Idee zu dem Titel hatten ursprünglich Angelo und Paddy. In insgesamt 5 Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch und Luxemburgisch, wurde er aufgenommen. Der gesamte Verkaufsgewinn kommt dem UNICEF-Projekt Child Friendly Spaces zugute. Dieses Projekt wurde extra für die Flüchtlingskinder in Albanien entwickelt. Von dem Geld werden psychologische Betreuungsstellen, Schulzelte, Spielplätze und spezielle Bereiche für Kleinkinder errichtet.